So, hallo meine lieben Leute und seid mal wieder recht herzlich willkommen zu einem San Andreas Parvenu Scripting Tutorial. Ja, vorweg, ich habe mein Tutorial-Skript verloren, deswegen, ja, vorweg, also wie gesagt, vorweg braucht ihr erstmal ein Skript, wo schon ein paar Sachen drin sind. Und was kommt heute? Naja, in der Überschrift stand es eventuell schon, je nachdem, was ich da reingeschrieben habe. Fangen wir an mit so einem Polizeifraktionssystem, also die wichtigsten Befehle für Polizei. Und zwar habe ich hier in diesem Skript schon mal, wenn mich nicht alles täuscht, schon mal einen. Nö. Nee, nicht Doppelpunkt. OCMD Doppelpunkt. Hä? Achso, OCMD Doppelpunkt. So. Ich würde es ja fast sagen, und zwar ist hier für Polizei schon mal ein Kraftbefehl, und zwar zeige ich euch schon mal in-game, was ich vorhabe. Was heißt in-game? Vorher nicht in-game, sondern wir gehen mal hier. Und zwar habe ich mir den Editor, Map Editor gedownloadet. Ich glaube, den Link würde ich unten reinpacken, weil ich das immer noch in der alten Bewährung mache. Und zwar wollen wir heute, also ich möchte heute einen Arrestbefehl machen, was heißt der. Spieler, also der Polizist gibt den Spieler halt Slay Arrest und dann halt so und so lange, versteht er? Und ja, dafür brauchte ich ein, zwei Koordinaten, weil ich das halt nicht aus dem Kopf weiß. Beziehungsweise man kann ja heutzutage auch schon irgendwie Filter-Skripts oder so machen, aber ich kenne mich da nicht so aus und jetzt drücke ich wieder Q, sehr gut. Und zwar möchte ich hier dieses Interior benutzen für die Polizei. Die meisten mappen heutzutage sogar selbst. Und die eine Zelle, die hier zu ist, den Rest kann man ja da auch zu mappen. Aber ich möchte jetzt alle in eine Zelle stecken, weil halt. So. Add Nummer 2. Hier. Nehmen wir einfach den hier. Adden wir. Insert Objekt. Mal kurz rein. So. Cool wäre es, wenn wir den 95 Grad auf so bringen könnten. Okay. Und zwar etwas höher setzen, so. Dann steht der ungefähr so hier. Kleine Feinarbeit mit den Tasten hier. Unterm Boden, über dem Boden. Naja, ich setze mal ein bisschen in der Luft. Und drehe den halt nochmal so ein bisschen so und lass den jetzt einfach mal ja, bisschen hier so setzen. Showcode kopiere ich mir. Create Objekt. Das Objekt. Okay. Ja. So. Dann gehen wir mal ins Skript rein und OCMD hatten wir ja da oben schon. Machen wir hier oben eine ganz neue Leiste für zack, 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 zack. So. Wie nennt man das jetzt? Tutorial. Jetzt mal hier einfügen. Tutorial. Fraktion. Kopf. So, heißt also, wir brauchen wieder OCMD. Befehl. Ah, wie ich schon sagte, Arrest würde ich mal sagen. Play Params, so wie es halt ist bei OCMD. Ja, und warum jetzt in letzter Zeit nicht so viel kam, ist natürlich die Sache, ich wusste nicht, was ich machen sollte. Deswegen habe ich jetzt einfach Polizistensystem jetzt, würde ich sagen, angefangen. Und ebenso wusste ich nicht genau, hatte ich auch nicht so ganz so den Anreiz dafür. Ich hoffe, es stört nicht, dass ihr meine Tastatur hier hört und die Maus, weil ich das jetzt hier nicht extra mit einem extra Audio City aufnehmen wollte, weil das mir zu viel Schneiderarbeit ist. Wobei das jetzt auch nicht unbedingt viel ist, aber ich habe keine Lust drauf. So, das heißt, als allererstes fragen wir erstmal ab. Oh, als allererstes, wenn ich sage als allererstes, meine ich als allererstes. Nee, als allererstes erstmal einen Return on hier reinklatschen. So, dann brauchen wir 11. Lass mich mal kurz erkundigen in dem Skript hier, ich war ja noch nicht unterwegs. So, ist der Typ überhaupt eingeloggt? Wäre eine gute Idee. Mein Gefesselt, das wäre auch mal keine schlechte Idee. Es gibt ja hier die Varianten mit den Kopieren wieder, ne? Zack. Also, wenn Spieler nicht eingeloggt ist, du bist nicht eingeloggt. Wenn Spieler gefesselt ist, dann das kannst du nicht machen, solange du gefesselt bist. Das ist ja klar, wenn Gott gefesselt ist, sollte er nicht Leute arresten können. So, jetzt nochmal if p-info.
Die P-Fraktion, Fragezeichen, gleich, gleich. So, gucken wir mal ganz kurz, ob es die P-Fraktion ist. P-Fraktion. Ja, aber bei Schalinfo, alles klar. Wir haben ja hier mit Charakterinfo. Nee. Hatte ich jetzt Schalinfo, Fraktion, gleich, gleich 1. So, wenn er Polizist ist, kommt dann die Sachen, die man natürlich wieder eingeben muss. Ich bin wieder sehr schreibfaul, ihr kennt das ja, oder? Ich hoffe, ihr kennt das. Komm her hier. Ja. Kennt er ja mit der FSS-Kampfefrage. Und zwar möchte ich. Nee, so warum nicht? So, und zwar möchte ich die Spieler-ID. Ich überlege gerade. Also wenn wir arresten, können wir einfach eine Spieler-ID und einen Grund reinschreiben und müssen ihn dann anarresten. Oder wir nehmen noch eine Zeit mit rein. UDS ist der Grund. Heißt also, wir brauchen erstmal PID. Zeit. Und Grund. Return. Send. Und Send. Nee, so nicht. Client. Message. Layer ID hatte ich jetzt schon mal gut hier definiert. Ja, minus 1 einfach. Also ihr habt ja eure eigenen Farben, ne? Ah ja, hier. Nehmen wir einfach dunkelgrau. Dunkelgrau vor the Wind. So, dunkelgrau. Fehler. Punkt. Slash. Arrest. ID. Zeit in Stunden. Also ihr müsst es ja selbst anpassen dann. Und dann den Grund. So. Bis hierhin sollten eigentlich keine Fehler auftreten. Gucken wir mal kurz. Würde nämlich schon mich jetzt triggern, wenn jetzt schon auf. Ja, wenn nämlich schon auf. Ist cool. Create Object, wo habe ich das? Ach ja, kein Problem. Dann machen wir erstmal ganz schnell raus. Set Player Position. PID X, Y, Z. So. Moment, ist schon mal fertig. Sehr lustig, dass hier keine Fehler kamen. Das muss ich gerade mal so zugeben. So, New. PID, Zeit und den Grund. Grund müssen wir natürlich. Wenn ich nicht erst euch die gleiche Größe geben, vielleicht. Wie hier. Kommt drauf an, was für ein SS-Kampf wir nutzen. So, haben wir nur noch ein Warning für Never Used. Ah ja, cool. Mit PCMD hätte ich jetzt auch nicht so ganz gedacht. Dass ich mich da verschreibe, dass ich mich da verschreibe. UCMD, so. Dann sollte es jetzt aber immer noch einen Error geben. Ist ja auch kein Problem. Dann Client Message, String 1. Habe ich hier verschrieben. Und ja, Client Message. Habe ich doch das eh weggelassen. Ja. Rechtschreibung, beste Schreibung. So, send Client Message. Und jetzt hat der Fehler kommen mit dem String, dass wir den noch nicht da nutzen. Da. String Warning, genau. Zack. Machen wir es mal nicht so umständlich hier. Klatschen wir auch mit dem Komma ran. So, setze ich aber gerne auf 250. Also, dann machen wir kurz mal die Förmlichkeiten. Format. String, Size of String. Zack, zack, Komma, zack, zack, so. Ne, 1, okay. Du wurdest von den Beamten S ins Gefängnis für ZD Stunden Komma. Dann brauchen wir den Get Player Name, Spielername, Spielername, Player ID, geht das so? Ich glaube schon.
Kammer, was haben wir da noch? Die Zeit. Zeit. Zeit klein? Zeit groß. So. Dann natürlich. Bin ich wieder faul. Zeit klein Message. String. Eins. Eins. Und dieses Ding. PID. Kopieren wir. Jetzt wieder runter. Wegen. Jo, erstmal gestört. Setzen wir es runter wegen. Wo ist von Beamten? Stunden, Komma. Wegen dem. Komma, keine Ahnung. Du wirst von den Beamten. Probably ins Gefängnis für 2 Stunden. Gesteckt. Punkt. Grund. Grund. Prozent S. Grund. Sein Client Message. Wieder String. So, Set Player Position PID. Zack, zack. Haben wir. Haben wir schon mal das Grundlegende fertig? Der wird schon mal reingesteckt, man sollte die Nachricht bekommen. Oder man kriegt Ferros. Und die Feldsymbol 1. String. Achso. Habe ich mal wieder geschafft, hier String 1 zu vergessen mit Sites auf. Also Format String 1, Sites auf String 1. Entschuldigung. Tut mir leid, Mann. Ja, dann schmilzt es wieder ab. Aber das ist das Zeichen, dass es funktioniert. Sehr gut. So, dann starten wir mal das Survey. Und Zemp. Und gehen mal rauf. Ja. Ich hoffe, das Programm nimmt es mit. Sieht gut aus. Ja. Ich dachte schon, ich müsste wieder was Neues umstellen. Aber passt ja zum Glück. Ich hoffe auch, dass ihr das Tutorial zu sehen bekommt. Ich muss erstmal fragen, ob ich das hochladen kann mit dem Skript. So. Ups, da habe ich ein falsches Skript gemacht. Ist Monopoly. Ein falsches Skript. Erstmal wieder hier umbinden. Hier. Ne. Hier. Und zwar brauchen wir nicht Monopoly, sondern Safe. Bin gerade dabei, ein Monopoly-Skript zu machen. Also wenn ihr mal irgendwann Bock auf Monopoly habt, dann werdet ihr irgendwann mal ein Skript dafür sehen für San Andreas. So, schon besser, wird auch mehr geladen, finde ich gut. So. Dann gucken wir mal. Kurz auf dem Handy abchecken. Ich hoffe, es macht keine Geräusche so in der Zeit. Und zwar hat jemand auf Instagram was gemacht. An hier passiert was. Ich hoffe, mein Passwort war das hier. Yay! So, Charakter. Ja, kurz mal warten. Hoffe ich. Yay! Alter, geil. So. Hier ist ein Boss-Job, wenn ihr wollt, kann ich jetzt auch nochmal machen, aber habe ich ja eigentlich schon mal erklärt, so grundlegend die Jobs. So, slash Vehicle 420, ne, 411, 1 und 1. Okay, also die. Jetzt nochmal, danke. Oh, nein. Hä? Ah, so, weil wie gesagt, lange her. Warum fahre ich überhaupt? Achso, ja, wir müssen. Da wir ja das Interior nicht setzen und so, kann ich nicht hier slash Arrest schreiben, weil ansonsten möchte ich durch die Map fallen. Also, ich hatte ja so vor, dass die Polizisten den da hinbringen müssen zu der Zelle, weil es ist ja unlogisch, wenn ich jetzt sage, also da es ja ein RP-Server hier wird, beziehungsweise die Scripts für RP-Server ausgelegt sind, möchte ich nicht das gleich so hier vorgeben, weil wenn ihr das so haben möchtet, dass ihr von überall jemanden arresten könnt, dann gebe ich euch hier den Anstupser dafür, und zwar wäre das dann eine Abfrage mit Isplayer und Range of Point. Also von Player-ID zu PID und jetzt will ich mich versammeln. Also ist Player in Range of Point, dann müsst ihr nur noch dann die PID
Wenn die in der Reichweite ist, dann Z-Player Position machen vorher, aber am besten Z-Player Interior und Z-Player Virtual World in die richtige setzen. Aber wie gesagt, da es ja ein Passiver ist, würde ich schon gern, dass die Polizisten ihn dann schon dahin begleiten. Und dann sind wir auch schon hier. Es war jetzt eigentlich unnötig, dass ich hier hingelaufen bin, aber es ist auch unnötig, dass ich schlechter Rest schreibe. Okay, Make Leader. Habe ich jetzt die falsche Fraktion? Smash. Z-Leader. Smash. Make Leader? War doch so, oder nicht? Hä? Slash Hilfe wird mir nicht helfen. Fraktion, ja. MDT, Hey, ich bin doch nicht gerade bescheuert. Ja, Hilfe. Mann. Wieder 0 zu 1. Kurz mal raustappen. CMD. MDC. Hier, CU, Kaff. Kaff war's. Und Fraktion 2 und 3 auch nicht schlecht. Und ob man Dienst ist, wäre auch keine schlechte Frage. Okay, wie gesagt, ist skriptabhängig, ne? Habe ich ja gesagt. Hier. Wenn er nicht im Dienst ist, du hast keine Handschellen, du hast keinen Schlüssel bei dir. Wie gesagt, also nicht hier alles abschreiben, weil ihr habt diese Variablen nicht so bei euch. Und jetzt habe ich noch eine Aufnahme begonnen über Nvidia. Cool, läuft alles wie geschmiert, wie ich merke. Was ist die Taste? Nein. Och, Mann, ey, ich komme gerade richtig durcheinander. So, du hast keine Schlüssel bei dir. Du hast keine Schlüssel bei dir. Ja. Fraktion 2 und 3. Jetzt würde mich trotzdem, wie gesagt, etwas interessieren. Make Leader. Hä? Ah, Duty. Hier im Bannsystem, Timeban, Unbann, Kick, Alok. Was zum Fick? Check Waffen und Spec. Destroying Guns because the player careful. Gesagt, accept support, close support, support, back support, ist ja auch egal. So, das heißt, jetzt sollten die richtige Fraktion gesetzt sein. Danke. Chemix. So. Tut mir leid, dass ich schon wieder hier unnötig in die Länge ziehe von meiner Seite aus. Aber ich hoffe, ihr seid das schon eventuell gewöhnt. Wenn nicht, tut es mir, wie gesagt, echt leid. Jetzt schon wieder komplett kaputt gemacht oder so? Habe ich hier irgendwas jetzt ausgemacht? Alles klar. Ach so. Nee. Ich starte einfach nochmal den Server komplett neu. Vielleicht hilft das ja, ne? So. Komm schon. Jetzt aber. Komm, 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 komm. Wobei, worauf ich überhaupt keine Lust habe, ist immer dieses Bearbeiten halt davon, dass ich so ranzoome, dass ihr genau seht, was ich da eintippe. Wobei, naja, ich will halt nicht davon ausgehen, dass man es eigentlich erkennen kann, aber ich finde halt, man kann es schon so gut erkennen. Jetzt kann ich auf Spawn drücken. Nee, doch nicht, ich wollte schon sagen. Ja, manchmal hapert es hier ein bisschen. So. Gleich Arrest. Herze. Yay. 0. 2 Grund. Du warst böse, du kleiner. Bube. Ja, sehr schön. Position ist zwar nicht gerade, naja, Rotation habe ich ja nicht drin. So, dann steht da auch, du wurdest vom Beamten Kevin Nuke ins Gefängnis für 2 Stunden gesteckt und du warst böse, du kleine Bube. Und zwar Kevin Nuke, Score, zack, zack. Ja, also wie gesagt, den Befehl kann man jetzt zurzeit von überall machen, aber ich wollte jetzt eigentlich noch eine Hilfeabfrage reinmachen halt, mit Display and Range of Point of 10 Meter von mir aus. Dann wird er hier reingesetzt. So, jetzt ist natürlich die Sache, ich bin hier drin, aber eigentlich bin ich hier nicht drin.
Das heißt, ich könnte jetzt irgendwie mich hier wieder raus teleportieren. Dass ich hier drin bleibe und so weiter und so fort, kommen wir jetzt dazu. Und zwar. Hier OCMD. Oder nicht? OCMD. Danke. OCMD. Wir kopieren mal ganz kurz diese XYZ hier. Und zwar machen wir dann mal kurz eine Frage. If, wenn er nicht ist, Player in Range. Ah, ich glaube, auf einem kleinen Point. Player-ID 7 Meter, ist mir egal. XYZ. Wann ist 7 zuerst? Ich glaube, 7 zuerst. Return. Yep, Raten. Return. Send kleine Message. Das wird nur gestört. Send kleine Message. Du bist nicht in der Nähe von dem, ach, von der Zelle. Punkt. Ausrufezeichen. Ejo. Ja, also eigentlich sowas zu programmieren, also hier zu skripten, dauert eigentlich nicht so lange, aber wenn man dabei erklären muss und nicht alles kopieren möchte, weil man muss ja auch was verstehen davon, dauert das immer sehr lange. Vor allem, wenn ich dann zigmal compilen muss und wenn der Server dann nicht mitmacht und ich dann auch noch einen scheiß Befehl suche, ist ja GG. So, wenn wir das dann jetzt endlich haben, sind wir schlussendlich eigentlich schon fast soweit durch. Wie gesagt, jetzt müssen wir nur wieder hier bei der SHA-Info ein paar Sachen machen. Und zwar möchte ich ja. Was möchte ich eigentlich? Ja, genau, ich möchte was. Und zwar, ich weiß, was ich möchte. P-Skill Sniper. Das ist echt Schadinfo. Als ob. P-Knast. Hi. So, P-Knast. Und dann brauchen wir noch P-Knast Time. Das Gute daran ist, bei meinem Bannsystem kann ich jetzt ein paar Sachen eventuell raus abschnabulieren. Rausnehmen, sagen wir es mal so. So, P-Knast. P-Knast. P-Knast, der. So, Arrest. Gehen wir hier rein und setzen dann die. Info von der PID, PID, P-Knast ist gleich 1. So. Jetzt kommt wieder das ganz Lustige und zwar P, also ganz lustig, P-Knast-Time ist gleich, ist nicht gleich 1. Und zwar, wenn wir jetzt mal ganz kurz zu meinem Bannbefehl gehen, und zwar Time-Bann, damit mich nicht alles täuscht. Get date. Genau, jetzt brauche ich nur noch Timestep. Timestep ist get time. Timestep plus die Sekunde. Und zwar kopieren wir das hier ganz kurz. Das könnt ihr euch dann gleich ganz genau, werde ich es nochmal erklären kurz. Und zwar Neo Timestep. Timestep holt sich vom Server die Zeit, die wir gerade haben. Das ist so ganz komisch abgespeichert, bitte nicht fragen. Und diese Timestep rechnen wir dann nochmal nicht mit der Bandzeit, sondern mit der, einfach nur mit der Zeit, mal 60. Heißt, die Zeit ist mal 60, wären dann also 2 mal 60 wären 120. Das wären Sekunden. Da wir ja Stunden wollten, müssen wir dann nochmal mal 60 rechnen, weil 60 Sekunden. 60 ist eine Stunde. Richtig? Nein. Bin ich, warte mal, bin ich gerade richtig? 120 Sekunden sind 2 Minuten. Ah ja, genau. So, jetzt bin ich richtig. Genau, also wenn wir Zeit eine Stunde, 1 hätten, dann würden wir erstmal 60 rechnen. Dann hätten wir jetzt 60 Sekunden dazu. So, dann nochmal mal 60 für eine Stunde. Jetzt, so, deswegen. Heißt, dieses Timestep, diese Get-Time, die wir haben, rechnen wir dann plus die Sekunde und dieses Timestep rechnen wir dann dazu Knast-Time. Okay. Einfach dann so ablutschen. Schreiben. So, dann haben wir hier erstmal P-Knast. So. C-Info, P-Knast ist dann 1. Wenn ich das mal compilen dürfte.
Sehr schön. P-Knast-Time. Dann bin ich ja leider hier. Go to LS, habe ich das durch Zufall? Natürlich nicht. Go to K vielleicht. Mann, was ist denn das mit diesem Scheiß-Abdienst? Ah, Duty. Ja, falsch eingegeben. Meta. So, auch falsch eingegeben. Stopp. Wenn ich das falsch eingebe, werde ich gleich rausgeschmissen. Go to K2. ZVW. Nee, Z. Alter. Nein, nicht Inventar. Set Virtual World. Habe ich das ausgeschrieben? Nein. Set Imperial. Es fuckt mich gerade richtig ab, dass ich die ganzen Befehle nicht mehr kenne. Go to Null. Cool. Cool. Set. Oh, es war nur Set. Ja. Nice. Interior. Ey, was? Ich mache hier alles falsch gerade. Player-ID 00 Interior. Und jetzt nochmal die Virtual World. Interior habe ich falsch geschrieben. Interior. Danke. Ach, tut das gut. So, ich wollte jetzt eigentlich nur noch eine schnelle Sache machen und das war wieder falsch. Ich wollte jetzt nochmal schnell, und zwar wenn er im Knast ist, läuft die Zeit, und wenn die Zeit abgelaufen ist, soll er natürlich aus dem Knast rauskommen. Und ich möchte ja nicht, dass er in der Polizeibase rumläuft, dann schicken wir ihn einfach von draußen vor die Tür von dem Polizeigebäude. Ja, und zwar ist das ganz einfach. Wir schmeißen ihn einfach, würde ich sagen, hier raus. Wie gesagt, mit Blickwinkel und so arbeite ich einfach mal nicht. Das ist mir zu so, ist ja leicht eigentlich. So, das brauche ich aber noch nicht. Class Time Timestamp, das lassen wir dann jetzt erstmal abspeichern und da. Ist wahrscheinlich Safe Char. Ich meine, wenn wir bei Safe Char sind, yay. Werden wir mal gleich ein paar Sachen adoben. Komma. Kopieren wir mal das hier. Zack. Knast. Ich mag aber ein D. Und Knast-Time. Knast-Time. So, das müssen wir dann hier unten wieder dazufügen. Ihr habt da wahrscheinlich euer eigenes Speichersystem irgendwie. Cool, Mike. Sehr schön geschrieben. P-Knast-Time. Ist das richtig? Ja. Dann brauchen wir natürlich noch Lorcha. Ist das hier oben? Ja, Lorcha. Sehr Info. P-Knast-Time. Und P-Knast. Knast. Knast. Time. Wichtig ist halt, dass diese blauen Wörter immer gleich streben. Knast und Knast-Time war jetzt richtig geschrieben hier unten. Knast-Time und Knast war auch richtig. Gehen wir zu Navi-Karte und schreiben das schnell in die Tabelle noch mit rein. Du, 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 Knast. Integer 1. Ja. Nast-Time. Integer. Keine Ahnung. Ja. Safe. Ich muss nur ganz kurz was gucken. Hä? Bin ich hier in der richtigen. Bin ich hier in der richtigen?
Tabelle. Nö, natürlich nicht, oder? Kurz gucken. Naja, Scroll. Ja, war echt in der falschen. Krasser Shit. Hier müssen wir hin. Also nochmal. Knast. Integer 1. Nast time. Und save. You have an error in your SQL syntax. Check someone. Also. Jetzt. Save. Key. Okay. Das war es nämlich nicht. Sehr gut. Dann haben wir das ja auch eingetragen. Und dann sollte es erstmal eingetragen werden. GG. Schauen wir auch gleich mal nach. Vorher aber zuerst fragen wir natürlich erstmal ab bei Arrest, ob der Spieler überhaupt schon mal in der Zelle ist, weil ich möchte nicht, dass. Naja, wobei. Doch, 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 doch. Wir machen das mal so. Dann könnte man eigentlich noch. Nee. Erstmal noch nicht. Erstmal kurz gucken, ob die Scheiße hier funktioniert. Indem ich einfach den Server wieder komplett neu starte. Oh, das ist natürlich jetzt die Frage, ob das hier funktioniert. Ich frage mich einfach, wie lange ich einfach für einen Arrestbefehl brauche zum Erklären, aber. Ja, ich bin halt einfach Kacke im Erklären. Das ist halt so die Sache. So, Connecting, Joining. Und da sind wir wie. Ne, da sind wir wieder. Natürlich. Oh, weiblich. 12. Mann. Nee, kein Lust mehr hier. Kann ich machen. Der Moment, wenn man sich als Admin einloggt und einfach noch sein scheiß Tag-Vornamen hat, das nicht wegging. Geht. Ob man sich dann mit einem falschen Namen vom. Ach, ist ja auch egal. Also, die Leute, die es vielleicht gerade verstanden haben, ist einfach nervig. Scheiß Audio-D, Mann. Mann. Das zieht dann auch mal wieder Zeit. Der zwitschert ja wieder ordentlich Rennier. Aber ihr könnt ja das Video auch immer so skippen zu den Scripting-Parts nur. Aber ich teste es immer sehr gerne zwischendurch, damit ich auch weiß, dass es so funktioniert, wie ich es haben wollte. Wäre blöd, wenn nicht. Und dann sind wir. Hab ja natürlich nicht gespeichert, klar. So, Arrest. Erstmal stört mich, dass ich keinen Loot drauf habe. Ich will meinen Loot drauf haben. So, sehr gut. Sieht schon wieder cooler aus. Arrest 02 Grund 0. 2 Stunden gestellt, Grund 0. So, wenn ich mich jetzt auslogge, ist echt cool. Schauen wir mal, ob das so wirklich richtig speichert. Charakter. Kevin Luke, zweite Scheiße. Ja. Das sind sehr verwirrende Zahlen, muss ich zugeben. Mich auch immer sehr verwirrt. Habe ich auch nicht so ganz verstanden. Aber wir gucken noch mal ganz kurz rein. So. Ich wollte da gerade vielleicht was erklären, aber ich kann da nichts erklären. Tut mir leid, das sind irgendwelche Zahlen mit der GetTime und so. Also, pff, keine Ahnung. Aber, so. Wenn natürlich. GG. Wenn das natürlich jetzt abgelaufen ist mit der Zeit. Suchen wir mal bei meinem Bannsystem kurz eine Sache wieder. Und zwar nicht die ganzen Scheiß-Textos hier, Alter. Die kotzen mich hier richtig ab. Banninfo. Gebannt. Bannungsantrag. Banntyp. Was für ein Banntyp war das überhaupt? Hier. Timestamp ist gebannt. New Timestamp. Oder da wieder mit den GetTime. Das brauchen wir. Und oh. Oh. Alter. Bis gebannt. So. If. Timestamp. Zack. Gucken wir mal ganz kurz so. Und gehen dann mal ganz kurz zu.
OCMDA REST. Zack. Und zwar die Knast-Time nehmen wir da. Komm mal. Bis frei gleich. Bis frei hier. Das kopieren wir wieder. Können wir wieder abhauen. Und zwar einmal bar. Und dann gehen wir zu. Haben wir einen Timer? Sekunde. Mich mal interessiert, ob ich so cross public Sekunde habe. Set Timer X. Kick Reason kenne ich. 7. Habe ich keinen Sekundentimer? Doch. Sicher. KMH, suchen wir die Scheiße einfach mal. Oder. Wie nennen wir das? Tacho KMH. Tacho KMH. So. Ja, ja, weiter. Ja, halt. Hier, Update. Es muss ja ein Timer sein. On Player. Achso. Hier. Hey, Player Update. So. Das ist ein Sekundentimer für einen Spieler. Das könnt ihr machen mit Z-Timer X und dann jeweils nur eine Sekunde für ihn. Sonst war es das so, wie gesagt, falls ihr ein Tacho-System habt, dann habt ihr es wahrscheinlich auch drin. Da werden wir jetzt hier also jede Sekunde abfragen, ob Time Step kleiner als bis frei ist. Warte mal, stopp. Wir fragen ab. So. Wenn die Zeit auf dem Server größer ist als bis frei, größer oder gleich, kann mal sein, ist mir egal, heißt es, hier, komm mal her, hier, naja, Eddie. Zack, CR-Info, ne, CR-Info, SHA-NVP, Knast-Time ist gleich minus 1. Ach, ist gleich 0. Und P-Knast gleich 1. Gleich 0. Natürlich müssen wir vor oben noch abfragen, weil wäre ja sonst immer frei, wenn er überhaupt im Knast ist. Heißt also P-Knast gleich 1. Wenn er im Knast ist und seine Zeit abgelaufen ist, dann kommt er frei und wird auf 0 gesetzt. Weil wenn er das hier auf 0 gesetzt ist, ist er natürlich immer Timestep größer. Das heißt, wobei ich werde das mal nicht so machen. Ich werde das mal andersrum. Ich werde eine Verfrage hier machen mit SHA-Info und danach erst nochmal eine Verfrage. Und dann passiert das erst. Man kann es natürlich mit den und machen, aber ich weiß nicht, ich finde das irgendwie besser. So. Dann kleine Message. Ja, cool. Message. Player-ID. Dunkelgrau. Du bist wieder frei. Send Client Message. Und dann nochmal Set Player Position. Player ID. Und jetzt brauchen wir diese Koordinaten, die ich vorhin gesaved habe. Save Position bitte mal. Ah, oh, danke schön. Nicht wundern, das ist auf meinem Zweitbildschirm. Ich weiß nicht, ich glaube, den seht ihr nicht hier im Video. X, Y, Z. So. Z. Wichtig ist natürlich, dass er Set Player Interior ID gleich 0. Set Player Virtual World ist natürlich dann auch 0. Sonst sieht man ihn ja nicht oder er sieht auch nichts, eher gesagt, wenn die Interior auf nicht 0 wäre. So, habe ich Interiors wahrscheinlich falsch geschrieben? Ne, gibt mir sogar 2 raus. Cool. Z-Player Virtual World. Was? Wo habe ich jetzt schon wieder H-Info geschrieben? Da oben, okay. CH-Info und Z-Player Virtual World. So rum. Okay. Das heißt, dann müssten wir freikommen. Und um das zu testen, werde ich mal ganz kurz bei Arrest nicht
nicht eine Minute oder 60 Sekunden machen, sondern jeweils für 10 Sekunden nur. Weil dann kann ich es höchstwahrscheinlich besser zeigen, ob das überhaupt funktioniert. Falls ihr auch einen Unarrest-Befehl machen wollt, ist es eigentlich einfach nur hier wieder mit der Frage, ob der überhaupt im Dienst ist und so, ob ihr Fraktion gehört, hier vielleicht ein Grund und die ID nur und dann müsst ihr einfach das gleiche machen wie unten, einfach auf 0 alles setzen. So, einmal GMX, dann safe der erstmal alles, dann schließe ich die Scheiße aber, starte mal neu, weil irgendwie startet der manchmal mit GMX ziemlich stark mit Fehlern anscheinend, aber ist ja kein Problem, ist ja nur Ersatzscript. Heißt also, San Andreas, wir haben es geschafft mit einem Arrestbefehl für die Polizei. Hat auch überhaupt nicht lang gedauert, aber ich sag's mal so, wenn man was erklärt, kann man nicht durchgängig skripten. Also nicht nur skripten. Wie gesagt, es geht eigentlich viel, viel schneller. Ah, wobei manche natürlich auch nicht. Manchmal habe ich auch so, da brauche ich auch übelst lange für irgendwas Simples, aber irgendwann ist der Haken mal drinne. Charakter werden geladen, das dauert jetzt höchstwahrscheinlich noch mal kurz. Na ja, da sind wir im Knast. Cool. Ja, aber wie gesagt, ich glaube, ich kann mich glaube ich nochmal arresten, das heißt 0, 1 Grund, wupp. So, müssten eigentlich 10 Sekunden sein, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, naja, ja, wann? So, um die 10. So, und wie gesagt, wenn man nicht durch die Map fällt, dann setzt einfach mal die XYZ-Koordinaten ein bisschen höher und hier sehen wir nochmal, ich bin nicht in der Zelle, ich habe alles richtig gesehen, gesetzt und ja, dann würde ich eigentlich schon wieder sagen, beim nächsten Mal werden wir einen Kaftbefehl machen, wie man diese Handschellen hinten rankriegt. Und mit diesem Thema dann auf Wiedersehen und wir werden uns nochmal schön in die Freiheit begeben. Aber ich sage euch schon mal, schönen Tag, viel Spaß bei eurem Projekt und habt Spaß beim Scripten.